würde ich die Pille jemandem ins Glas tun. Heute würde ich das ganz sicher nicht machen, aber es ist gut möglich, dass ich das vor 30 Jahren mal gemacht hätte. Ja, gerade so in der Pubertät, da habe ich unglaublich gelitten. Ich bin 7-mal gestorben, wenn ich einseitig verliebt war. Heute jetzt natürlich mit meinen Erfahrungen zwischendurch. Und ich habe zum Glück schon einige Erfahrungen dürfen machen in der Liebe, sehr gute. Weiss ich, dass das Einzige, wirklich das absolut Einzige, was funktioniert und was ich wünsche und suche im Leben, das ist die echte, die wahre Liebe. Was macht die aus? Das macht aus, dass man sich immer wieder ein bisschen anstrengen muss, dass man die wahre Liebe erhalten kann. Und ja, was ist das? Also, da fängt man an zu überlegen, was hätte der andere Mensch, den man liebt, am liebsten? Da denke ich mir, ja, das ist so ein ganz schöner Ort in Italien, da würde sie gerne mal hin. Also organisiert man das und geht miteinander dahin. Und dort entsteht ja wieder völlig etwas Neues. Man hat miteinander etwas gesehen, es sind neue Inspirationen, es verbindet einen komplett neu, weil vielleicht dort sogar etwas passiert und man muss miteinander aus dem raus. Und das sind die Sachen, die am Schluss unser Leben ja, mit lebenswert machen und einen wichtigen Teil von einer Beziehung überhaupt ausmachen. Und das sind die Sachen, die einem wahrscheinlich auf dem Totenbett wieder werden in den Sinn kommen. Und nicht, wenn man zusammen eine Steuererklärung ausgefüllt hat.